Seid gegrüßt und herzlich willkommen. Eigentlich sollte der Gamel jetzt auch mit hier sitzen, aber der ist gerade in Beugehaft, weil er wieder seinen sein GZ nie bezahlt hat. Naja, wie auch immer. Dann zahlst du deine GZ? Nein, ich bin bald weg. Also, danke. Der Mann schaut übrigens hier währenddessen Formel 1. Das ja, bitte, Henry, es gibt eine Abmahnung. Grüße an den Büromann. Nee, der Elias hat eine Abmahnung gekriegt. Jetzt bitte mal vorlesen, was hier steht. Absender Tierfutter Özman Salih. Das reicht aus. Fünfmal verpackt. Der Dreck. Lol. Salz. Tom & Jerry Salz. Tierfutter. Ist sicher, dass das Salz ist? Ist Salz. Welcher Mensch der Welt soll dir Crystal, 24 Gramm Crystal schicken? Das ist doch kein Salz. Was ist denn das dann? Guck dir mal bitte diese Kristalle an, Alter. Das stimmt. Das könnte nur Glasscherben sein. Ja, finden es nur raus, wenn wir es probieren. Crystal sieht aus wie Glas. Aber weißt du, was der Marktwert von 24 Gramm Crystal ist? Guck dir mal bitte diesen Kristall an. Das stimmt. Das sieht aus wie Sicherheitsglas. Immer mehrfach mal hören, lass uns probieren. Ja, danke auf jeden Fall für die 420 Gramm Salz. Aber das ist schon sehr mystisch. Ich kann mir niemals vorstellen, dass jemand dir fast ein halbes Kilo schicken würde. Warum steht da drauf Tierfutter? Na gut, das stimmt auch wieder. Aber warte mal, das müssen wir dann mal, wenn das Video fertig ist, mal gucken, ob das wirklich eine Internetseite ist. Na gut, das wäre ja... Das wäre ein sehr, sehr teurer Markt. 20.000? Ja. Kommt auf an, wo? Ja, das ist Bullshit, oder? Das ist Salz. Das ist einfach Salz. Das ist doch kein Salz! Das können nur einfach Glasscherben sein, aber was haben das denn mit Tierfutter? Glasscherben würden aber nicht so fein zerfallen. Stimmt aber auch. Aber Salz zerfällt auch so fein. Alter. Das hatte echt die genaue Konsistenz, Alter. Also man schickt ein halbes Kilo. Also das ist wild. Wir machen einfach weiter. Ja, das ist schon mystisch, Alter. Tierfutter. 24 Gramm. Ach komm, leck mich am Arsch, Alter. Wirklich. Wieder diese italienische Scheiße. Moment, dieser Blob. Nein, das ist der Blob. Dann wird das genauso sein hier. Das ist was anderes. Das ist doch dasselbe. Klopferi, klopf. Hier, Ikea, geil. Das ist wieder dieselbe Scheiße. Das ist dann selber wirklich nichts geil. Das sind Sticker. Du Fore. Diese dünnen. Ich habe das oft gemacht, weil ich das so aussah, als wäre das, weiß ich nicht, was. Und, das sind halt alles irgendwie Sticker. Das sind alles Sticker. Was zum? Doppelt eingepackter Durchfall. Oh, Junge. Kristallklare Steine in der Nase. Das ist einfach wenig wie die Vogel. Ich dachte, der Dreck hätte mal endlich aufgehört. Dreck. Vielleicht ist hier eine versteckte Botschaft noch mit drin. Tatsache. Schickt mehr Vogel. Der Mann. Der hat sein. Geht's denn dem eigentlich? Warum war der nicht mit dem Urlaub? Der war doch mit dem Urlaub. Wie geht's dem eigentlich? Ist der dein Mitbewohner? Dem geht's mir doch gut, der muss einfach Schlüssel. Was essen. Gibst du mir jetzt den Schlüssel? Das ist nur so ein Schlüssel, Mann. Schlüssel, ich schlüss. Ey, auf unserer Kamera. Publikversand. Bundeszentrale politische Bildung. Mika Boss Hetzzahl. Gib mir die Adresse meiner Großmutter, danke. Welcher? Sich. Wie trans. Es gibt echt noch Grundgesetze. Ein einzelnes. Wir sind der Vogel. Der wird das bestimmt teuer bezahlt haben. Das wird natürlich ein Gender überreicht. Ja. Vielen so damit gemorrt. Junge, der Schuhmacher. Ja. Dann gibt es eigentlich mal ein Statement von dem. Bitte damit aufhören, das ist der kann lange kein Song los. Weiß nicht, vermissen das.
Ja, was ist das für eine Mist? Ah. Ich bin dämlich. Ich werde es unsachgemäß aufreißen. Ein einzelnes Leo. Ein Geschenk von Fuchs. Glück auf, Herr Weißwurstberg. Bitte dieses Palmöl verfeinerte Leo beim Auspacken genießen. PS, der Gin ist auch endlich im Erzgebirge angekommen. Ich habe noch nie gefrühstückt. Es tut mir wirklich leid. Ich werde Ihrem Wunsch aber heute Abend nachkommen. Also, Prost, Melkfotze. So schlimm ist es noch nie bei mir. Nee. Das geht so weit. Alter. Oh, Pfand. Die gute Saat. Wort zum Leben 2022. Masken? Der Müll ist gut. Der Rest ist nur... Was heißt hier nur? Pfand. Ich hätte zu eher erwartet, dass wir alles haben. Hey, Junge, das ist ein Ehrenmann. Ja. Sein Lied sehr geblasen, der Brat. Oh ja. Ich freue mich wirklich, dass Leo mir heute Abend reinzurennen. Ich habe gestern mein gesamtes Bier hier zum Superfahrer gepackt. Warte doch mal bitte. Ja. Und das ist versoffen. Lieber Max, Sie ergötzen mich täglich mit Ihren Videos. Dies ist mein erstes Paket und ich hoffe, Sie können damit etwas anfangen. Liebe Grüße aus dem armen Osten. Also, ich muss dazu zwei Sachen sagen. Wenn das dein erstes Paket ist, fein gemacht. Und zweitens, ja, so arm kannst du nicht sein, sonst hättest du nicht so viel Leergut abdrücken. Das. Außer es ist von der Oma geraubt. Ein Stein! Ja. Der Mehrfacher kann nicht ab. Auf dem Brief steht echt nur ein Stein. Steiner Rickstein. Leck mich doch am Arsch. Der Tisch, wie dieser Tisch mittlerweile aussieht. Der hat doch locker einen Zehner gekostet, oder? Das reicht bestimmt gar nicht. Oh. Bitte schickt weniger Basalt. Nee, das ist Schiefer, oder? Ja. Nee. Roger Dragonstone. Junge, Alter, das ist ja krank. Du kannst ja mit ins Terrarium tun. Ich kenne so einen Audi, der steht unbewacht. Ja, okay. Ich habe hier noch weitere Steine lagern. So. Du bist der Stein. Ich bin der Steinmetz. Metzerigmetz. Junge. Mein Magen ist im Arsch. Warum denn? Ich leck mich doch am Arsch. Elender Suffkopf. Ich bin schwerer Alkoholiker, aber ich wollte wenigstens mal so tun, als wäre ich es nicht. Aber ich kann es einfach nicht. Dieses Video ist gesponsert von Leo. Schön wär's. Trink doch meinen Schlüssel. Nee, danke. Ich gehe dann fein speisen bei der Oma. Ja, hast du ja nicht weiter. Kannst du ja mit einem halben Promille. Schönen Gruß an deinen geliebten Erzeuger. Ja, warte, ich will den ja so wegnehmen. Gut, hinten steht nicht drauf. Nackte Brüste. Den können wir direkt einen Luni geben für die Werkstatt. Bitte! Hey, Lukas. Ja, eben. Sorry. Meine Fresse. Hey, der Elias. Mit Brüsten. Das sind wirklich voll schöne Eumel. Also. Oh, den Nippel würde ich dann abknabbern. Na gut. Ich werde das dem Lukas nächste Woche zukommen lassen. Dann hängt das ganz oben. Glas oben. Leo schmeckt irgendwie mystisch. Schmeckt so extrem nach warmem Alkohol. Davon habe ich mir damals immer so 7-8 Dosen reingerendert beim Warzone-Zocken, als ich hier gesperrt war auf YouTube. Junge, ganz dunkle Tage. Richtiger Superfahrer-Lifestyle. Sehr geehrter Herr Berg, ich verfolge Ihre Videos schon seit einiger Zeit und freue mich auf diesem Wege. Danke. Was? Und möchte auf diesem Wege... möchte auf diesem Wege Danke sagen. Die fast täglichen Videos verschönern mir auch so manch dunkelsten Tag.
Dabei gelegte Local Pfeffi aus der wunderbaren Stadt Mainz ist ein kleines Dankeschön und soll ja, im Video verköstigt werden. Alter, ich pack nie wieder in diese Zeit aus. Alter. Der Erlös jeder Pulle davon kommt dem Verein Substanz der Stadt zugute, welche sich für Kunstprojekte in Mainz einsetzen. Zu guter Letzt die Einlagen fürs nächste Rammstein-Konzert. Das Laufen, Großer. Hm. Dies wird nicht mein letztes Paket gewesen sein. Bitte bleiben Sie, wie Sie sind. Dein Sandra. Sandro, oh. Ja. Dein Sandra. Heutzutage ist alles möglich. Ich bin hier. Ja, der Kongress im Grabe. Junge. Ich bin immer für Vielfalt. Junge, Männer binden. Das ist für jemanden ganz bestimmtes. Ja, mir fällt auch jemand ein. Ja. Das war der Enkel von Winfried, die erste. Winfried. Das ist ja bestimmt nur Verpackungsmaterial gewesen. Der Mann arbeitet bestimmt in so einer Bude oder ist das gestohlen? Ja, der ist inkontinent. Ein Opa geraubt. Das ist Absinth, Alter. Bitte beurteilen Sie dieses Getränk. Das ist doch selbstgebrannter Fusel. Substanz der Stadt seit 2018. Starke Pfefferminze. Pfefferminzlikör 500 Milliliter, 20,5%. Und es ist vegan, deswegen wird das nicht getrunken. Ja, was soll der Fleisch drin sein oder Eier oder was? Natürlich. Kind, wer das nicht in sein Thunfisch-Shake macht. Junge, ist das ja. Das sieht aus wie Absinth. Flasche ist eigentlich schön, ja. Die kenne ich so nicht. Das sieht echt aus wie Absinth. Mhm. Von der Farbe, das ist nicht dieses minzige. Arsch! Ich gebe euch einen Bach runter. Aber wenigstens habe ich nicht 6 Liter Bier beim Streamen. Und 3 Wodka. Super, wenn du Hilfe brauchst, ruf uns an. Das riecht wie Mundwasser. Nee, doch. Riecht aber nie so wie Sölle. Nee, das riecht. Das schmeckt aber wie dieser Pfefferminzkaugummi. Das schmeckt wie billiges Mundwasser, oder in dem solche Kaugummis aufgelöst wurden, die aus dem Lidl so Jetgum-mäßig, ja, ja. So Spearmint-Geschmack. Für 89 Cent. Und dann mit Jelzin aufgegossen. Und, übelst viel Zucker reingeballert. Ja, aber Junge. Also mein Fall ist es auf jeden Fall nicht, aber es gibt genug Hohlkörper, dem man das einflößen kann. Also, da kenne ich einige. Ja, da fallen mir gefühlt jeder ein, den ich kenne. Ja, viel zu viele. Nee, sorry, muss ich ganz ehrlich sagen, nee. Nee. Ich muss euch nicht alles loben, was hier kommt. Das ist für Zoll. Warte mal, zolltamtlich irgendwo. Es steht nicht, woher das kommt. Müsste eigentlich ein Ursprung. Hier ist ja Deutsche Post. Das ist, ja, wird das mitgenommen? Ah, nein, nein, das ist ja. Ich habe das außen abgemacht, da stand Absender unbekannt. Das muss aus dem EU-Ausland kommen. Entweder nee. Schweiz oder. Hä, wo würden sonst? EU-Ausland kommt nicht durch den Zoll. Der Schengen-Raum ist. Nein, außerhalb der EU. Achso, ja, das ist. Das ja. Meine ich. Schweiz ist außerhalb der EU. Aber dann wäre es nicht. Dann würde ich hier nicht. Ich denke mal eher, das wird irgendeiner mit in Urlaub genommen haben, so wie wir es reingepfeffert haben und das dann hierher geschickt haben. Bin gespannt. Zollerik Zoll. Paul mal Blue. Lol. Bitte lesen Sie das. Hallo Max, du geiles Stück. Hier bekommst du nun ein geiles Fetischkostüm. Für weitere geile Videos zur Stärkung gibt es noch die rote Sau, Smegma in Scheiben gepresst. Vielen Mastern für die niveauvolle Unterhaltung. Viele Grüße und das Metenvieh. An das Metenvieh und dieser Käse Schänder. Ist monatelang abgelaufen. Ja. Der Anal-Däner. Also ich hoffe, der Mann schreibt uns mal auf. Das ist doch türkisch. Allerdings. Kommt aus der Türkei, das Paket? Wird was bestimmt soll im Türkei-Urlaub gewesen sein. Na und dann schickt man mir 6 Packen abgelaufenen Käse mit einem Weihnachtsmann-Kostüm. Wie kann das denn das abgelaufen? 8.06.2022, das Paket schon lange da steht? Nein, das habe ich gestern abgeholt. Achso, dann wird also das die sich die. Ja gut, aber der Zoll das bestimmt lange aufbehalten haben, oder? Das ist ja eigentlich verboten, Milchprodukte? Na, ist ja egal. Nee, beim Flugzeug war das so. Ich esse nicht. Das ist mir aber eigentlich wurscht. Übelst scheißen danach.
Also bis jetzt wieder geisteskranker Mist, wirklich. Und ich bin schon wieder angetrunken. Ich habe nichts im Magen, also Bier. Ich bin eine völlig verkommene Existenz. Das ist richtig. Oh, Mexle. GVs bitte ausschließlich mit DLs. Danke. Was ist ein DLs? DAU? Also Geschlechtsverkehr bitte ausschließlich mit DL. Die Ringe des Cockes sind unbenutzt, gern geschehen. Oh, wieder Sexspielzeug. DL? Ich bin fett. Was ist denn das? Kindly thoughts. I cannot send you riches or do for you great things, but most sincere and hearty is the wish this small cord brings. Na gut. Geh. Ja, alles klar. Der Landkreis Wilhelm-Schongau. Die ganze Vielfalt Oberbayern. Okay, jetzt verstehe ich. Armee des. Oh, diese Stinkbomben kann ich sehr gut gebrauchen. Vielen Dank dafür. Keine Ahnung, was das ist. Das ist eine Blutprobe oder Stuhlprobe. Der kotzende Elch. Ja. Ah! Mir wird's Zeit. Ich muss eh scheißen. Das hilft sich hervorragend. Oh, das ist praktisch. Der kotzende Elch. Brauchst du? Ich hab davon einen. Nee, danke. Warte mal. Doch, ich hab das noch einen. Kommt in die Flasche, da. Wenn das ausgießt. Ich hab doch noch die große. Alter, das ist ja wirklich ein massiver Cockring. Deine Eier durchquetschen. Das ist das Video, was wir mal gesehen haben aus dem Dresden. Ich mag Metall nie. Also, ja. Das ist einfach gefährlich, Alter. Ich habe keinen Bock, mir das abflexen zu lassen im Krankenhaus. Das ist einfach nur peinlich. Ja, ne, das ist doch geschehen. Boah, da wird mir das schwindelig. Junge. Henry, bitte nicht in die Kamera, falls hier Windmühlen. Ja, ja. Nee, das ist das für Bilder mit irgendwelchen Rentnern. Das sind 50 Pfennig aus dem Deutschen. Ich distanziere mich. 50 Pfennig aus dem Deutschen Reich. Fabian und Tor. Was ist das? Das kann ich nicht. Also das ist plattgewalzt. Vielen Schilling auf jeden Fall dafür. Also Schilling. Ja. So ein T-Shirt, was dir wahrscheinlich auch nicht passt, weil das doch. Da ist die Trödelmuckkiste. Trödelmuck! Oh, das ist schwer. Das ist auf dem Hornbach. Behutsam öffnen, bitte. Der Mann arbeitet bei Hornbach. Aua, ich hab den Airbag jetzt gestern über den Maxim zu geben. Das ist ein Airbag. Die haben mir von dem Audi A6 ein Airbag geschickt. Da muss ich auch mal an hier Cosmic denken. Ja, mit den Airbag in die Feuersäule geschmissen. Das hat so geplautzt, Alter. Aber erst so nach einer halben Stunde. Das ist echt krank. Immer zum Körper hin. Die Lehre des Singen. Die Lehre des Patrick Singen. Hast du den eigentlich schon mal gegoogelt? Bitte behutsam öffnen, einfach nur Salz. Grüße der Präparator. Was ist das hier mit dem Salz? Was ist denn das? Ja, ich will den nicht hier öffnen. Wie einfach nur Salz. Irgendein Gewürz. Ui, schick mir Gewürze. Paprika süß. Was jetzt? Was? Das klang gerade nach Kleingeld. Junge. Nur gehört, gar nicht gesehen. Das ist doch türkisch alles hier, oder? Ich werde wirklich nach diesem Video so massiv abscheißen, Alter, das kannst du wissen. Türkisches Salz. Ich bin Alkoholiker. Also wenn hier schon ein türkisches Gewürz dabei ist? Nee, Alter, ohne Scheiß, Alter, ich kann da so langsam nicht mehr weitermachen. Ich mache mir wirklich Sorgen, wie das weitergehen soll. Ich habe das gestern beim Superfahrer gesehen und ich habe echt Angst, so zu werden. Ja, du bist ja noch nicht so weit. Ja, noch nicht so weit. Also ich habe mehr als genug Salz. Nee, das ist türkisches Salz. Ja. Ich nehme das gerne. Das ist die Himalaya-Salz. Ja. Ich nehme alles. Ja, das wird schon reichen. Ja, aber das... Ja. Junge, ist doch ausländische Werbung drin. Forint. 200 Forint. Oh, das sind 20 Rappen. Nee, das ist doch nicht türkisch, bin ich bescheuert.
oder? Doch, das könnte. Das ist. Das ist sieht jetzt nach Ungarn aus. Nee, doch, das ist türkisch. Tomek! Ja. Vielen Kleingeld, Schwund. Was ist denn Forint? Forint ist doch Rumänien, ne? Oder? Ungarn. Deswegen dachte ich ja gerade, weil. Böller. Aber danke für das Salz. Schickt übrigens das Geld schicken, weil mir es wollte. Das. Wir brauchen das, lach ich. Ja, ne Hund. Hallo, du Hund. Ich habe für dich hier ein paar Papiertücher eingepackt und noch etwas Müll. Liebe Grüße, Moritz. Alter. Hallo, du Hund. Das ist einfach Müll. Aber immer, wenn wir zusammen was auspacken. Ich war nie bei einer Bautzen, Alter. Das ist die Rache, weil ich bei dem einen Floh geschifft habe. Ja. Mir steht der Schiss so kurz vor dem Arsch. Ist doch nicht mehr viel, oder? Nee, das letzte. Na, ist doch gut. Oh. Ich gebe. Das ist Paddy, ich denke mal. Ich bin nicht sicher. Paddy Green. Ja, Paddy. Hallo Max, drin. Grüße an deine Hilfskräfte sowie an Norman. Leider. Wenn es dann halt. Der Verstärker ist eine Spende vom Handball. Das ist ein Verstärker. Den Pedigree. Ne, das ist von Paddy! Ach so, ich hab Pedigree verstanden. Liebe Grüße aus Dortmund. Dein Paddy. Ich hab's doch gewusst. Oh, was haben wir da für einen Teil? Das erinnert mich an meine alten Zeiten. Darf ich dazu was sagen? Das zensierst du eh raus, deswegen werde ich nicht machen. Plus Vinyl Classic Repair Kit. Junge! Junge! Lol! Wir sollten uns echt beeilen, ich musste unfassbar abscheißen. Oh, danke, Paddy, für das Kleingeld auf jeden Fall. Ein guter Sony-Verstärker. Geliebt sei ihr Leute geblasen. Das ist ein 5.1-Verstärker. Also 5.0-Verstärker mit Subwoofer out. Die Dinger habe ich damals immer bei eBay Kleinanzeigen gekauft, also vor 10 Jahren oder so, und dann weiterverkauft an Leute, die wissen, was es ist, weil das sowas oft tierisch verschleudert wird. Die haben leider immer so einen Schutz drin gehabt, dass sie so klick und dann ausgehen, wenn ich die Lautsprecher durchschmoren lassen wollte. Das war richtig nervig. Aber vielen Dank, Alter, das ist wirklich ein bisschen Nostalgie. Wie geht's an die Speaker-Schocken? Das war nicht gut. Danke, Paddy. Also, woher kommt das Ding? Aus Dortmund. Nein, weil das ja geschrieben hat. Handball. Eine Spende vom Handball. Ich glaube, der wird das geklaut haben mit dem Handball. Soll ich rauchen? Boah. Gehst du jetzt kacken? Ich gehe jetzt kacken. Danke für deine Mitarbeit. Das war mir wirklich eine Freude. Aber die Sachen. Ich weiß nicht, früher konntet ihr mal 20 Packen Nudeln mitbringen, aber die Zeiten sind leider vorbei. Ich hab Salz. Ja, gut. Salz, Zimitschki, Paprika, Vogelaufkleber. Ja. Mann, ich habe wirklich Probleme. Ja, das hast du. Ist ja eigentlich Pfand drauf. Tatsache. Mhm. Schönen guten Rolf Zukowski. Winfried. Wie heißt der? Naja. Lol, das ist doch derselbe, den ich hab. Fast. Das stimmt. Fast. Ja, fast. Fast. Ja, gut, ja, an dieser Stelle habe ich nur noch ein was loszuwerden. Tschüss. Blob und nee. Blob. Scheiße an der Sackbehaarung zeugt von einer Männerpaarung. Und der Bauer. Nee, der Eber ist oft missgestimmt, weil seine Kinder Ferkel sind. Kaufst du mir das? Ja. Das stinkt. Ich würde so gerne jetzt in diese Linse stechen.